Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und hier fährt unser Zug, unser erster Intercity-Zug von Nottul nach Veitsrott. Wir sind gerade auf, ja, gut ein Drittel Strecke. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen mit. Die Geschwindigkeit stelle ich aber ein bisschen höher, damit die Fahrt hier nicht die ganze Folge dauert. Nein, ich denke mal, wir gehen mal auf maximale Geschwindigkeit. Wir gucken uns das einfach mal an hier. Schau mal, die Landschaft sieht alles wunderbar aus. Ganz klasse. Sehr detaillierte Loks. So muss das sein. So, dann fahren wir jetzt in den Bahnhof ein, bei normaler Geschwindigkeit. Wo allerdings halt eben auch noch keine Personen stehen. Das Spiel weiß noch nicht, dass sie hier fahren können. Oh, hoppla. Na gut. Das dauert dann halt noch ein bisschen. Außerdem müssen wir natürlich auch noch gucken, dass wir eben den das Einzugsgebiet der Bahnhöfe so ein bisschen vergrößern, indem wir die Verkehrslinien für den innerstädtischen Verkehr einrichten. Da gehen die Türen auf, auch auf der richtigen Seite. Und ja, da fährt die Lok auch schon direkt wieder weiter. Der Zug fährt zurück nach Nottul und vielleicht sind da jetzt schon Leute. Wir gucken mal, ob da schon Leute stehen. Und nee, steht noch keiner. Schade, okay. Aber ist also, wir stehen hier auch am Industriegebiet. Wir müssen mal gucken, wie gesagt, dass wir jetzt die Leute hier rankriegen. Ich würde sagen also, das nächste Ziel jetzt, eine Buslinie in beiden Städten. Und dann mal schauen. Dann wird sich diese Linie hoffentlich bald entwickeln. Wir werden eine Linie errichten, glaube ich. Das reicht für diese Stadt noch. Aber einmal ganz durchfahren durch die Stadt. Die Einzugsgebiete der Haltestellen sind relativ groß. Ich zeig das mal. Wenn ich hier eine Haltestelle hinsetze, schaut mal, was die alles abdeckt. Ja, das ist eine ganze Menge. Und von daher dann hier vielleicht noch eine. Und dann sind wir schon am Bahnhof. Ja, ich denke, das machen wir so. Also. stellen wir hier eine Station hin. Die Stadt wird in diese Richtung noch wachsen. Dann machen wir es jetzt einfach hier hin. Und fahren diese Straße entlang. Einmal hoch. Und wieder runter. So. Jetzt muss ich mal gucken. Der Einzugsbereich hier. Ja, jetzt habe ich sie schon gebaut. Aber ich meine, die hatte da oben schon alles mit drin. Wir könnten sie auch hier hinsetzen. Dann würde ich die wieder abreißen. So. Also zwei Haltestellen sind es nur mit dem Bahnhof 3. Müsste aber okay sein. So, dann fährt die wieder zurück. Und ich würde sagen, auf dem Rückweg fahren wir dann nochmal hier entlang. Also die kommen ja hier raus. Können wir einmal hier halten. Dann halten wir auch auf dieser Seite natürlich auf dem Rückweg nochmal. Und hier halten wir auf dem Rückweg auch nochmal. Und dann drehen wir um. Und der Bus würde bis zum Ende der Straße fahren und umdrehen. Ich bin nicht sicher, wie genau. Wir müssen mal schauen. Vielleicht bauen wir einen kleinen Wendekreis. Vielleicht, also macht das Sinn. Müssen wir uns jetzt gleich mal anschauen. Depot. Ein Depot für den Bus. Sagen wir, starten am Bahnhof. Dann können wir das Depot auch hier oben hinstellen. So. Na, da geht's nicht wegen der Bushaltestelle. So, okay. Was haben wir denn zur Auswahl? Eine Postkutsche und ein Pferdefuhrwerk. Das Pferdefuhrwerk ist für Güter, kann man hier sehen. Und die Postkutsche ist für Passagiere. Und da passen 4 Passagiere rein. Nicht viel. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal 2 oder direkt 3. Da lassen wir mal 3 fahren. Kommt dann auf den Takt an. Da sage ich dann später auch noch was zu. Brauchen eine neue Linie. Und wir fahren, wie gesagt, vom Bahnhof hier rum. Dann hier. Dann hier. Und dann geht's zurück. Fahren wir auch hier wieder drüber. Und dann halt eben zum Bahnhof. Okay, so passt es.
Das ist also der Linienverlauf. Farbe gefällt mir nicht ganz, kann ich nicht so gut sehen. Machen wir es mal so. Und dann setzen wir die mal los. Unsere Pferde. Müssten jetzt eigentlich rauskommen hier. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Nanu. Na, was ist denn da jetzt los? Hier kann er doch langfahren. Da kann er langfahren. Da kann er langfahren. Da kann er langfahren. Jetzt verkaufe ich die nochmal. Ich habe einen Verdacht, dass es daran liegt, dass wir hier so dicht an der Linie stehen. Ich will es mal nicht hoffen. Ich will es ja nicht hoffen. Dann stellen wir das Depot. Stellen wir es hier hin, komm. Schwupp. So, Straßenfahrzeug. Kaufe ich jetzt erstmal nur eins, nicht, dass wir uns wieder verkalkulieren. Die Postkutsche. Und bitte auf Linie 1. Und jetzt fährt's los. Alles klar. Gut, dann kaufen wir noch zwei weitere. Und schicken die ebenfalls auf die Linie. Und ja, das Spiel ist jetzt so intelligent, dass die Fahrzeuge sich im Verlauf von 1, 2, 3 Runden, es dauert je nachdem, wie viele Haltestellen und wie lang die Linie ist, sich clever aufteilen. Das heißt, die werden jetzt gleich anderen Verlauf hier nehmen. Einige werden, die wird vielleicht geradeaus fahren, die wird vielleicht hier schon reinfahren oder hier reinfahren, um hier zur Haltestelle zu kommen. Die andere fährt vielleicht direkt durch zur letzten Haltestelle, so dass sich das halt alles verteilt. Und dann werden wir schon relativ schnell sehen, ob das Angebot angenommen wird oder nicht. Ich gehe mal hier von der Geschwindigkeit ein bisschen höher. Und dann können wir hier mal schön zusehen. Seht ihr, die eine biegt jetzt ab hier, die fährt jetzt hier zum Hauptbahnhof und fährt von da los. Und ja, die machen das, die fahren halt direkt hier hinten durch. Und jetzt würde mich natürlich wirklich interessieren, wo die hier wenden. Ob wir hier einen Wendekreisel brauchen oder nicht. Hier sind die Haltestellen. Spannung. Okay, ah, die wenden direkt dahinter. Ja, wunderbar, dann können wir das auch genauso lassen. Das ist völlig in Ordnung. Dann brauchen wir aber streng genommen nicht zweimal die Haltestelle drin haben, weil dann können die sich auch auf diese Seite stellen. Gehen wir mal kurz in den Linienmanager. Wie haben wir das hier gemacht? 4 Drosselweg. Die fährt von Finkenweg, das ist der Hauptbahnhof, meine ich. Genau. Finkenweg, Gartenstraße, Schulweg, Drosselweg. Schulweg. Nee, ist okay. Haben wir gar nicht doppelt. Aber die Haltestelle auf dieser einen Seite, die ist die macht keinen Sinn, die können wir abreißen. So. Okay. Das ist gut, dass hier direkt gewendet wird. Und schau mal, hier warten schon die ersten Leute. Da steht schon jemand. Gucken wir mal. Tatsache. Der wartet. Er möchte zum Arbeitsplatz via Linie 1. Und das ist der zweite, der möchte auch zum Arbeitsplatz via Linie 1. Ja, das heißt also, nicht alle, die wir jetzt hier aufgabeln, wollen zum Bahnhof und dann unsere Bahnlinie benutzen, sondern die möchten vielleicht einfach nur hier die eine oder zwei Haltestellen fahren, weil der Arbeitsplatz hier hinten irgendwo liegt. Das ist auch in Ordnung. Nicht alles nimmt zwangsläufig hier den Bahnhof in Anspruch. Können ja mal schauen. Aber hier fahren immerhin schon mal zwei Leute mit. Wunderbar. Also, Bahn fährt nicht mehr leer, das ist gut. Und es sind, oh, schaut mal, von der anderen Seite sind aber einige Leute gekommen. Die kommen hier alle aus dem Bahnhof raus. Und ja, werden sich jetzt hier in der Stadt ihr Ziel suchen. Und wenn ihr Ziel auf unserer Linie gut liegt, dann stellen die sich hier auch an die Haltestelle. Aber scheint hier nicht der Fall zu sein, schade. Und fahren direkt mit dem Bus dann weiter. Aber möglicherweise wollen die alle hier zur Arbeit und da haben wir keine gute Linie für.
Theoretisch könnten wir eine Linie bauen, die hier einmal reinfährt und wieder zurückfährt, aber naja, so wirklich Sinn macht das für mich jetzt nicht. Aber wir schauen mal kurz. Wie gesagt, der Zug fährt jetzt eben zurück mit zwei Leuten. Hier stehen aber auch schon wieder mehr, glaube ich, ne? Hier warten auch schon wieder sechs Leute. Die stehen hier richtig auf dem Bahnsteig. Wunderbar. So, wo möchten die denn zum Beispiel hin? Die möchten zum Arbeitsplatz mit dem IC Nottuln-Veitsrond. Wunderbar. Die arbeiten halt in Nottuln. Wunderbar, das gefällt mir doch gut. Dann schließen wir jetzt auch diese Stadt noch mit einem Nahverkehr an. Und hier können wir, glaube ich, sogar zwei Linien machen. Da würde ich eine Linie machen, die hier pendelt, diese Straße rauf runter, und eine, die hier einmal so bis zum Bahnhof fährt und wieder zurück. Und hier in der Mitte halt so eine Haltestelle, wo die umsteigen können. Ich denke, das macht schon Sinn. Schauen wir mal, wie wir es planen. Also erstmal die Bushaltestellen. Wie gesagt, fängt hier unten an. Da die Stadt in diese Richtung noch wächst, würde ich sagen, gehen wir mal direkt hier hin. Oder hier. Dann fahren wir hier hoch. Machen wir hier die Begegnung oder die Sammelhaltestelle. Zum Umsteigen. Und dann geht es hier weiter. Dann würde ich sagen, einmal bis hier. Und dann aber direkt zum Bahnhof. Wieder zurück. Und dann machen wir hier eine Haltestelle. Und dann wieder auf der anderen Straßenseite hier. Ist das jetzt eine Haltestelle und dann wird hier wieder angefangen. Das ist Linie Nummer 1. Und die zweite Linie fährt einfach hier. Nehmen wir mal von hier. Bis hier. Und dann könnt ihr hier umsteigen. Fährt es einmal bis hier hoch. Auf der anderen Seite wieder zurück bis hier zum Umsteigen und dann wieder dorthin. Ob diese Mittellinie jetzt wirklich Sinn macht, weiß ich noch nicht, aber wir versuchen das einfach mal. Versuch macht klug, so sagt man ja. Neue Linie haben wir gesagt, hier fangen wir an. Hierher, dahin, wieder hierhin und wieder zum Anfang. So, wie gesagt, das ist die Umsteigelinie hier. Und dann machen wir noch eine Linie. Und die fängt halt hier hinten an. Ne, die startet wieder am Bahnhof natürlich. Hier, hier, dann hier hin. Zurück. Wieder hier hin. Dorthin. Und zum Bahnhof. Passt. So, sind die beide grün. Das Hellgrün ist in Ordnung. Das Dunkelgrün ersetzen wir mal durch sowas hier. Kann man etwas besser sehen. Okay, so, da brauchen wir natürlich auch hier ein Depot. Oh, das stelle ich jetzt mal hier hin. Bisschen drehen. Kleine Schritte mit Shift. Und da würde ich sagen, für die eine Linie hier reicht aber locker eine Postkutsche erstmal. Schicken wir hier auf diese Linie. Und dann kaufen wir drei für die andere Linie hier, für die große Linie. Okay, so, dann hätten wir es eingerichtet. Schauen wir mal, wie es angenommen wird. Wir schauen erstmal rüber, wie sich es hier denn so entwickelt. Und ja, an einigen Haltestellen steht doch was. Also da wartet immerhin, naja, einer ist jetzt nicht die Welt. Hier wartet einer. Aber es funktioniert halt. Es funktioniert. So, der Zug fährt von Nottuln gerade weg mit 7 Leuten. Also deutliches Wachstum. Von 2 auf 7. Das sind schon mal 5 mehr. Und davon haben wir sicherlich auch einige hier hinten von der Stadt abgeholt. Von den Wohngebieten. Rede ich mir zumindest gerne ein. Aber da hinten warten auch schon wieder mehr. 14. In Veitsrott. Sehr schön. Ja, das müssen wir jetzt einfach mal eine Weile laufen lassen. So, und jetzt können wir uns ja mal, theoretisch, können wir uns jetzt mal den Güterverkehr ansehen. Oder so eine Produktionskette. Wir haben hier einen Bauernhof. Der produziert Nahrung. Oder, ja, der produziert nicht Nahrung, der produziert Vieh und Getreide.
Und die könnten wir zur Lebensmittelfabrik fahren. Die habe ich nämlich schon hier gesehen. Die macht da nämlich Lebensmittel raus. Und von der Lebensmittelfabrik könnten wir dann nämlich in die Stadt. Und zwar zum Beispiel wieder Nottuln. Da würden wir nämlich das Wachstum hier stärken. Können wir da einfach... Also, man kann hier... Oder ich habe viele gesehen, die... Ich weiß nicht warum, die hier mit... sag mal schnell, mit Fuhrwerken dann hinterherfahren. Die haben dann hier eine Strecke, ich sag mal, von hier bis hier. Und da fahren 40 Fuhrwerke oder 20. Das ist doch Irrwitz. Warum fährt man da nicht mit einer Bahn? Warum fährt man da nicht mit einer Bahn? Machen wir einen Güterbahnhof hier rein, ins Geschäftsgebiet. Und liefern hier einfach die Lebensmittel an. Da einfach hier mitten rein, so ein Kopfbahnhof. Der muss ja auch nicht besonders groß sein. Der hat hier einen Halt, hier hat er einen Halt. Und da hinten hat er einen Halt. Und dann fährt das hier hin und her. Müsste eigentlich funktionieren. Wenn ich mich nicht irre. Ich würde sagen, wir warten einfach auf ein bisschen Geld und dann versuchen wir das einfach mal. Dann würden wir das mal genau so bauen, wie ich das gerade gesagt habe. Also Kopfbahnhof, Bahnhof und dann wird hier eine Strecke dorthin führen, wird das Vieh und das Getreide anliefern und die Lebensmittel kommen auf der gleichen Linie zurück, hier bis in die Stadt rein. Ne? Finde ich viel besser, als hier mit Fuhrwerken zu arbeiten. Ich hoffe, ihr pflichtet mir dabei. So, was schließen wir als nächstes an? Kloster Schäftlarn oder auf der anderen Seite Greifenhain? Greifenhain wäre, glaube ich, einfacher. Aber wir wollen ja auch eine Brücke bauen. Darum nehmen wir Kloster Schäftlarn. Hier haben wir, glaube ich, auch ein interessantes Höhenprofil. Oh ja. Ich kann das mal kurz einblenden hier. Da müssen wir wir könnten hier direkt am Fluss entlang fahren. Müsste sogar klappen. Ich glaube, das machen wir sogar, weil... sonst können wir hier nämlich schon fast über einen Tunnel nachdenken, obwohl... Ja, hier kommt man auch gar noch so hoch, aber... Das ist schon einiges an Höhe. Das sieht gar nicht viel aus, aber wenn man hier mal so steht... wenn man hier so steht und da mal schaut, dann ist das doch schon eine ganz schöne Steigung. Und für eine Bahn... ist das nicht ganz so leicht. Ist einfach so. Zumindest für diese frühen, ja. Außerdem kann man Gleise nicht bauen, wenn sie zu steil sind. Das ist noch ein ganz großes Thema. Von daher würde ich einfach hier die Brücke bauen und dann sofort den Schlenker machen und versuchen, das Gleis hier ganz eng am Ufer vorbeizuführen. Gehen wir es an? Wir haben jetzt nur noch... Oh, wir haben weniger als 1 Million. Wir können ja mal gucken, ob unsere Linien Gewinn machen. Also, was auf jeden Fall Gewinn macht, ist der Nahverkehr hier in Nottuln. Wir müssen hier mal einen Namen eingeben. Also offiziell heißt das ja ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr. Darum nennen wir das hier auch so. Und das ist Linie 1. Und das hier ist Veitsrott. Das ist Linie 1. Linie 1 ist für mich immer die am Hauptbahnhof anfängt. Damit wir da ein einheitliches System drin haben. Und Linie 2. So, dann haben wir alles ordentlich benamst. Ist für uns einfacher, wenn wir später dann sortieren wollen... Kann man auf einen Blick sehen, auch was ist. Okay. So, also, aber nochmal zu Gewinnen. Also die Linie, der öffentliche Nahverkehr macht Gewinn. Und die Bahn hat auch zum ersten Mal Gewinn gemacht. Das ist super. Die fährt inzwischen auch schon... Die fährt nach Veitsrott mit 12 Personen jetzt. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Und wir können ja mal schauen, was wir mit einer Fahrt mit 12 Leuten verdienen. Das würde mich ja wohl interessieren. Geben wir mal Vollgas. Und da nehmen wir auch wieder ordentlich mit. Schaut mal. Dann nehmen wir 24 Leute mit. Oder 23. Einer ist scheinbar, hat sich's anders überlegt. Aber immerhin. Lasst uns mal schauen, was wir hier verdienen. So, das Rote sind übrigens die ganzen Betriebskosten.
Und ja, 50.000 fast. 50.000, nicht schlecht. Das kann sich sehen lassen. Und ja, dementsprechend macht diese Linie halt eben Gewinn. Nottuln ÖPNV macht ebenfalls Gewinn. Und die beiden hier in Veitsrott, die sind noch neu. Die sind halt auch leicht im Verlust. Es ist aber auch so, dass die Nahverkehrslinien hier die Stadtlinien nicht zwingend plus machen müssen. Das ist einfach so. Schauen wir mal. Vielleicht ändert sich das ja noch. Aber das wäre jetzt gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es halt eben, möglichst viele Leute zum Bahnhof zu kriegen. Und wenn wir da ein bisschen Geld für bezahlen müssen, dass die Leute dort ankommen und dann aber auf dem Gleis eben das Geld lassen, dann ist das für mich auch in Ordnung. So, bauen wir mal eine Brücke. Und zwar hier über den Fluss. Und wir wollen ja in die Richtung weiter. Also mache ich schon mal so eine kleine Kurve. So. Und jetzt seht ihr hier, ist die Brücke. Das ist jetzt eine Holzbrücke. Die ist günstiger. Wir können... Was kostet die denn überhaupt? Wir können ja mal gerade schauen. Oh, 100.000 fast. Wenn wir hier auf andere Materialien gehen, wird es teurer. Also Stein oder Stahlgerüst ist natürlich teurer. Hat aber eben halt auch andere Geschwindigkeitsbegrenzungen. Über eine Holzbrücke dürfen wir nur mit 60 fahren. Über diese hier können wir schon mit 90 fahren. Und das ist halt eben 97. Wir machen sie jetzt aus Holz, weil wir keine Lok haben, die schneller ist als 50 im Moment. Oder 40 besser gesagt. Von daher reicht das. So, dann anderes Thema. Ihr seht jetzt hier hervorgehoben in grün und gelb, das sind die befahrbaren Gewässer auf dem Fluss. Und gelb heißt, das ist nicht befahrbar. Von daher müssen wir die Brücke ein bisschen biegen. Und das können wir machen, indem wir hier M und N drücken. Können wir die nämlich hoch und runter machen. Allerdings, ihr seht schon, das verändert sich dann hier. Allerdings kriege ich die nicht höher. Die kriege ich aus irgendeinem Grund jetzt nicht höher. Frage mich warum, ob das an der Holzbauweise liegt. Möglicherweise ist das der Grund. Ich versuche mal, auf Stein zu gehen. Nee. Wieso kriege ich die jetzt nicht höher? Nanu. Nanu. Keine Chance, egal was ich mache. Okay, das muss... Das müssen wir uns dann mal, wenn wir dann Schifffahrt machen, vielleicht nochmal ansehen oder abreißen oder so. Im Moment kriege ich sie auf jeden Fall nicht höher als so. Und dann, wenn ich sie eh nicht höher kriege, würde ich sie eher nicht zu hoch bauen, weil das natürlich dann eine Steigung ist, die zu überwinden ist. Von daher machen wir es einfach mal so. 117.000. Aber die Brücke ist dann schon mal gebaut. Und die ist jetzt halt wirklich... Ja, die geht ganz flach übers Wasser her. Dafür hat sie halt keine Steigung. Ja, und später, also ich hoffe mal, also ich weiß, ich habe auch schon gesehen, dass man auch Brücken bauen kann, die sich stärker biegen, die also höher sind, sodass man dann auch halt mit Schiffen noch drunter herfahren kann. Da müssen wir in Zukunft, wenn wir mit Schiffen arbeiten wollen, auch darauf achten. Das ist jetzt am Anfang vielleicht noch nicht ganz so wichtig, aber später kann das durchaus wichtig sein. So, okay, genug geplaudert. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Und schaut mal, wie viele Leute hier jetzt warten. 29 Leute warten in Nottuln Hauptbahnhof. 30, eieiei. Dann sind wir bald schon am Kapazitätslimit des Zuges. Schaut mal, 28 kommen zurück. Ah, da gucken wir jetzt aber nochmal eben, was wir da jetzt verdienen mit 28 Leuten. Komm, fahr schneller. Das ist wunderbar, ganz ehrlich, Leute. Da verdienen wir mit dieser Strecke wahrscheinlich schon richtig, richtig Geld. 50.000 haben wir vorhin mit 12 verdient. Das sind jetzt knapp, ja, ein bisschen, das ist das Doppelte ungefähr. 80.000, 90.000 könnte ich mir vorstellen, kommen jetzt wohl rein. 115.000, ja wunderbar, so soll es sein. Also, damit können wir auf jeden Fall Gewinne einfahren. Und ja, vielleicht müssen wir dann bald sogar schon über einen zweiten Zug nachdenken. Wenn der jetzt hier auch voll fährt, könnte man das langsam mal machen. Aber das dann alles in den nächsten Folgen. Wenn es euch gefällt, lasst mir Kommentare und Daumen da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.